Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Als allererstes muss oder möchte ich mich bei euch für mein langes Fernbleiben entschuldigen. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten oder so kein Video mehr hochgeladen. Es tut mir wirklich leid, viele haben schon gefragt, ob ich denn aufgehört habe, wann denn neue Videos kommen werden und so weiter. Und ja. Es kommt jetzt. Der Grund, warum ich keine Videos mehr gedreht habe und hochgeladen habe, ist eigentlich nur, dass ich, ja, keinen Bock kann man jetzt nicht so nicht sagen, aber es war halt wirklich schon, die Motivation hat mir auf jeden Fall gefehlt und ich habe auch nicht wirklich viel gelesen, also ich hätte auch keine Lesemonate irgendwie abdrehen können, ohne dass es nur so ein 2-3-Minuten-Video geworden wäre. Und ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht jetzt eins zusammenfassend drehe, halt von den letzten 3 Monaten. Aber das finde ich irgendwie auch nicht so, ja, finde ich halt nicht gut. Außerdem wüsste ich auch gar nicht mehr, oder ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt gelesen habe. Ich schreibe mir das zwar immer in mein kleines Journal auf, aber so hundertprozentig kann ich jetzt meine Meinung zu diesem Buch oder auch der Inhalt dieses Buches nicht mehr wiedergeben. Ich bin halt ein Mensch, ich lese ein Buch, wenn ich es fertig habe, lege ich es weg und innerhalb von ein paar Wochen ist es dann wieder aus meinem Kopf verschwunden sozusagen. Deswegen habe ich gedacht, ich begleite euch heute einmal ein bisschen durch meinen Vormittag. Ich habe frei, habe Urlaub, es ist Sommer, ich habe einen Hoodie an, draußen ist es nämlich kalt und regnerisch. Das ist, ja, irgendwie der Fluch, mein Fluch, immer wenn ich Urlaub habe, habe ich genauso die Regenwoche getroffen oder ja. Na, auf jeden Fall dachte ich mir, ich begleite euch ein bisschen durch meinen Vormittag. Ich werde auch lesen. Und zwar, das kann ich euch ja gleich mal zeigen, lese ich momentan den 2. Band von Laura Kneidel. Und zwar Verliere mich nicht. Das ist ja der erste Band. Der 2. Band, der erste war ja der hier, Berühre mich nicht. Und dieses Buch fand ich so schön und ich habe so lange darauf gewartet, bis ich mal mit dem 2. beginnen kann, weil ich mir das einfach nie selber gekauft habe. Jetzt hat mein Freund es mir geschenkt und darüber freue ich mich so. Ich bin jetzt auf Seite 119 und oh, wirklich ist es so ein Buch, wo ich mir... Was selten bei mir der Fall ist, ne? Aber ich denke mir bei diesem Buch wirklich so, oh Gott, ich darf nicht zu schnell lesen, sonst ist es zu schnell vorbei. Und es ist ja auch nur ein Zweiteiler, heißt, es gibt keinen 3. Band. Und ja, es ist ein super, super, super schönes Buch. Und ich kann gerade richtig, richtig mit ihr, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird, mitfühlen und oh, ja... Ist ganz, ganz, ganz toll. Das werde ich auf jeden Fall heute lesen. Ich werde euch nachher, also später, auch nochmal 2 Bücher vorstellen, die ich von ganz lieben Autoren zugesendet bekommen habe. Darüber habe ich mich so sehr gefreut. Und das zeige ich euch dann alles später. Kurze Zwischenfrequenz. Ich habe noch vergessen, euch was zu sagen am Anfang. Deswegen schneide ich jetzt diesen Teil einfach mit rein. Und zwar habe ich jetzt noch einen 2. YouTube-Kanal aufgemacht, bei dem es sich nicht um Bücher dreht, sondern es werden mehr Vlogs sein. Ich habe jetzt das erste Video mit einer kleinen Challenge gestartet mit meinem Freund. Das ist ziemlich witzig geworden. Und diesen Kanal, den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Dort heiße ich Sandra Lestrange. Und ja, das wollte ich euch nur mal kurz mitteilen. Man muss ja auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Also für alle, die sich meine Videos zwar gerne anschauen, aber das Bücherthema nicht so ganz ihrs ist, für den ist vielleicht mein anderer Kanal etwas. So, das wollte ich euch noch mal kurz mitteilen und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem folgenden Video. Ja, bevor es mit dem Lesen losgeht, decke ich mich immer gerne mit etwas zu essen oder zu trinken ein. Ich werde jetzt erstmal schön Cappuccino machen und dann werde ich mich in meine Leseecke verziehen und endlich anfangen weiterzulesen. Mal
es doch nur ein Café au lait geworden. unser Milchaufschäumer ist nämlich kaputt. Und als Plan B habe ich immer den Shaker von meinem Freund genommen, habe dann damit Milchschaum gemacht. Problem ist aber, er ist gerade beim Sport und er hat den Shaker mitgenommen. Dann gibt es halt nur Café au lait. So, ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil ich glaube, dass es ein bisschen dolle langweilig werden würde, wenn er mich jetzt nur beim Lesen beobachtet, habe ich mir jetzt mal Folgendes überlegt. Und zwar gucke ich mir gerade zu meinem Bücherregal an. Ich zeige euch das jetzt mal. Bitte nicht erschrecken. Das, meine Damen und Herren, ist der katastrophale Zustand meines Bücherregals. Ich und mein Freund waren jetzt zwar letztens bei Ikea. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nochmal ein zweites Regal mir hier so irgendwo da mit hinbaue. Aber irgendwie haben wir das nicht gefunden. Es gab nur die schmalere Variante. Und die wollte ich jetzt nicht so gerne haben. Auf jeden Fall dachte ich, warum räumen wir das nicht mal zusammen ein? Beziehungsweise um. Und da man schon sieht, dass ein wenig Platzmangel herrscht, habe ich mir schweren Herzens jetzt vorgenommen, einige Bücher auszusortieren. Ja, das machen wir jetzt mal. Okay, Leute, daran sieht man dann erstmal das Ausmaß, was man eigentlich so an Büchern hat. Ich versuche hier nämlich gerade irgendwie, dachte ich, ach, wenn ich schon mal sowas mache, dann kann ich auch gleich mal ein hübsches Foto für meinen Instagram-Account machen. Den verlinke ich euch übrigens auch in der Infobox, da heiße ich auch Sunnybooks. Heute ist Freitag der 13. Ich versuche, dass ich das Video heute Abend noch hochgeladen bekomme, weil, wie gesagt, da werde ich dann nämlich, heute werde ich nämlich noch auf meinem Instagram-Account einige Bilder in meine Story einfügen, die ich dann verkaufen werde. Also, wenn ihr das Video jetzt seht und euch interessieren einige Bücher, die ich verkaufen will, dann guckt unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich werde auch die Bücher faires halber erst in die Story posten, wenn dieses Video auf YouTube online gekommen ist. Also nochmal, heute ist Freitag der 13. Wenn du interessiert bist an einigen Büchern von mir, dann schau unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei. Ja, was dann auch immer schön zum Vorschein kommt, es ist jetzt nicht so katastrophal, aber trotzdem, wenn man sowas ausgemistet hat, dann sieht man, okay, man sieht es jetzt nicht, Moment, ich mache das mal sichtbar für euch. Da, obwohl man es trotzdem immer wieder auswischt, wenn die Bücher im Regal stehen, geht das nicht richtig. Deswegen werde ich das jetzt erstmal alles schön sauber machen. Und dann werde ich bestimmt wieder keinen Bock haben, alles einzuräumen. Aber es ist zu spät. Da muss ich jetzt durch. Ja, cool. Wo ist mein Handy? Internet. Nobody here on my own. So, es ist vollbracht. Das ist einmal neu geordnet. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kein richtiges System da reingelegt. Ich war einfach nur froh, dass ich jetzt noch so viel Platz habe. Auch wenn es nicht so aussieht, aber ich habe wirklich noch sehr viel Platz. Denn das, Leute, ich schwenke hier mal rüber, sind alles die Bücher, jetzt mal Kamera los, so, sind alles Bücher, die ich aussortiert habe. Also nochmal zur Information für euch, wenn euch davon etwas interessiert, schreibt mir unbedingt per DM bei Instagram. Link verlinke ich euch in der Infobox. So, am Anfang des Videos habe ich euch ja noch angekündigt, dass ich euch noch zwei Bücher vorstellen werde.
von super lieben, begabten Autoren, die mir ihre Bücher super, super lieberweise kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und die werde ich jetzt halt einmal vorstellen. Das sind nämlich die Bücher, die ich erst vor kurzem noch beendet habe und deswegen noch sagen kann, wie ich sie denn fand. Und zwar einmal von der Andrea Reinhardt, Teufelseltern. Wie gesagt, also das ist ihr erstes Buch. Und ich muss sagen, dafür, dass es ihr erstes Buch war, hat es mich super überzeugen können. Es ist ein krasses Thema, also wirklich emotional gesehen, jetzt nicht irgendwie blutig oder sowas, sondern wirklich emotional habe ich echt ein paar Mal aufatmen lassen, weil ich mir so dachte, genau das Thema, was ich so überhaupt nicht mag, aber nichtsdestotrotz fand ich es ein super spannendes Buch. Es hat wie viele Seiten? So um die 270 Seiten. Ja, es geht halt um, ja, viel um Kindesmissbrauch auch. Das meinte ich mit Thema, was ich nicht so gerne mag, aber es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, dieses Buch zu lesen. Ich möchte auch nicht zu viel über den Inhalt verraten, das müsst ihr wirklich selber herausfinden. Ich wollte euch das nur mal eben kurz vorstellen, als sozusagen kleinen Buchtipp. Und als zweites habe ich von dem lieben Sven Morschek Haus der Hoffnung zugeschickt bekommen. Es ist auch sein erstes Buch. Es ist ein sehr dünnes Buch, es hat gerade mal um die 200 Seiten. Also es liest sich auch wirklich sehr schnell weg. Es hat auch eine ziemlich große Schrift. Ja, also ich habe es angefangen und innerhalb ein paar Stunden beendet. Auch dieses Buch fand ich wirklich sehr gut. Ja, ich habe dann auch auf Instagram gesagt, dass einige Sachen für mich noch nicht so ganz schlüssig sind. Viele Fragen sind noch offen geblieben. Erst dachte ich irgendwie, ich bin einfach nur zu blöd und habe das irgendwie nicht richtig mitbekommen. Aber dann hat der liebe Sven mir da per DM geschrieben, es wird noch einen zweiten und einen dritten Teil wahrscheinlich geben. Und dort werden dann meine Fragen, hoffe ich jedenfalls, mir nochmal beantwortet werden. Also für alle, die ein gutes Buch für, es ist ja wirklich ein Buch für zwischendurch, dadurch, dass es nun mal nur 200 Seiten hat, ne? Aber für alle, die halt ein gutes Buch für zwischendurch haben möchten, denen kann ich halt das Buch auch sehr empfehlen. Da ein sehr gelungenes Debüt. Es ist natürlich, also wie gesagt, es sind beides die ersten Bücher deren Autoren, ne? Also man kann da ja auch immer nicht so krass vorgehen. Ich meine, die lernen ja auch alle noch an ihrem Tun und sie können nur dazu lernen. Und es ist natürlich klar, dass das jetzt kein direkter neuer Stephen King ist. Also, ja. Von daher muss man da auch mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, aber trotz alledem fand ich es wirklich, waren beide Bücher sehr unterhaltsam und sehr gute und interessante Themen und blutig und eklig teilweise. Also die wollte ich euch gerne halt nochmal zeigen und ja. Ja, mein Bücherregal habt ihr ja schon gerade gesehen, es ist jetzt endlich fertig und ich denke auch, dass das Video dann auch hiermit beendet wird. Ja. Ich wünsche euch. Ich bin so raus, wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig unterhalten und gefallen. Und falls ja, zeigt es mir bitte super gerne mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, schaut auch bitte, bitte gerne auf meinem anderen YouTube-Kanal vorbei. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder öfter Videos auf diesem Kanal hochlegen werde. Ich bemühe mich wirklich, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Aber ich versuche es trotzdem. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!